Hallo, der Bekloppte ist wieder da. Und ich kann es nicht fassen, dass ich gerade dieses Video mache und darin tatsächlich sogar euch jetzt einen Ausschnitt von dem Klabauterbach, von dem lauten Bach, der zu einem dicken Strom angeschwollen ist, rein medial und ins und uns alle ins Verderben reißt, der die ganze Zeit andere Menschen als Schwurbler bezeichnet, weil die sagen, es würde etwas passieren, von dem wir lange wissen, wir Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, dass die Gefahr besteht. Und genau dieser Mann sagt genau dasselbe nach 2 Jahren jetzt selber und mit einem, ich schneide es euch genau hier rein. Ich stimme zu, wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Also der Klimawandel wird zwangsläufig mehr Pandemien bringen. Mehr Pandemien werden also die Wirtschaft belasten, also unterbrechen. Wir kommen in eine Situation des globalen Wassermangels hinein. Und da bleibt einem die Spucke weg. Das ist genau das, wofür andere Menschen denunziert und angegriffen werden als Verschwörungstheoretiker und Schwurbler, in die rechtsradikale Ecke gedrängt werden. Und jetzt sagt dieser Mensch, dass wir mit unseren Befürchtungen und dem, was wir haben, kommen sehen, nämlich dass dieser Ausnahmezustand, dieser künstlich geschaffene, nie wieder aufhören wird, im Fernsehen selber. Und langsam kann ich wirklich beim besten Willen nicht mehr verstehen, warum solche Leute nicht unbedingt aufgeknüpft werden. Das muss man gar nicht. Man muss sie gar nicht aufknüpfen. Auch wenn sie es eventuell verdient hätten. Aber dann wären wir nicht besser als die. Aber wir könnten sie langsam mal ignorieren. Weil das ist bei weitem nicht die einzige Verschwörungstheorie, die sich in den letzten Jahren bewahrheitet hat. So, und an all die, die immer noch andere Leute mit diesem Wort beschimpfen und abstempeln und sonst was, an euch habe ich mal eine Frage. Seid ihr hundertprozentig sicher, dass eure Politiker nicht korrupt sind? Denn wenn sie korrupt sind und wenn auch nur ein wenig, dann bedeutet das, dass das im Ausschluss der Öffentlichkeit passiert, was sie da korrupterweise tun. Das sind normalerweise immer Geheimnisse, sowas hängt man dann nicht an die große Glocke. Ey, ich habe irgendwie mit Camex rumgemacht und bla bla bla. Da betet man dafür, dass das nicht ans Tageslicht kommt. Und genau so etwas, wenn sowas zwischen mindestens 2 Menschen stattfindet und die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden soll, die aber so viel Einfluss und Macht haben, dann ist das, was man eine Verschwörung nennt. Wenn ihr also nicht zu 100% für eure Politiker und dass sie nicht korrupt sind, eure Hand ins Feuer legen könnt,
dann seid ihr Verschwörungstheoretiker. Indem ihr das einfach nur so seht, dann stellt ihr selber die Theorie auf, dass es Verschwörungen gibt. So, und wenn ihr so weit schon seid, dann denkt doch mal einfach einen Schritt weiter. Und dann seid ihr automatisch schon da, wo die ganzen Verschwörungstheoretiker sowieso auch schon waren. Weil sie das gesehen haben, dass es nicht ein paar korrupte Politiker gibt, vor allen Dingen in den Führungsriegen, sondern dass die alle durch die Bank weg mit irgendwelchen Konzernen zu tun haben, in deren Vorständen sitzen, sonstige Sachen, die ganze Zeit gucken, dass sie ihre Taschen voll bekommen und das auf eure Kosten. Es ist eure Lebenszeit, die dagegen steht. Ihr bekommt Geld für eure eingesetzte Lebenszeit, die ihr Arbeit nennt. Dann wird das versteuert. Da könnt ihr noch nicht mal was gegen machen. Und jeder, der mir immer noch meint, erzählen zu können, er könne. Also es gibt einfach sehr viele Leute, die mir erzählen, sie würden freiwillig Steuern zahlen. De facto ist das aber in einem Land nicht möglich, indem du ins Gefängnis gehst, wenn du es nicht tust. Also ist keine Freiwilligkeit da. Die Basis dafür fehlt. Um in Deutschland freiwillig Steuern zahlen zu können, müsste es gegeben sein, dass die Regierung dem Volk vertraut, dass es seine Steuern freiwillig zahlt. Klar? Soweit? Ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich da noch zu sagen soll. Und jetzt hört euch diesen Blödmann an. Wenn ich den sehe, wird mir schlecht. Deswegen tut es mir leid, dass ich euch den hier wirklich gerade auch noch ein weiteres Mal anbieten muss. Anbieten, antun. Ihr müsst es ja zum Glück nicht gucken. Das so... So ein, mir fällt gar kein passendes Wort dafür ein. Arschloch beschreibt es einfach nicht. Aber dass so ein Mensch die Möglichkeit hat, sich in jede scheiß Talkshow reinzusetzen und sein Gift über den Äther zu jagen, was bis dahin führt, dass die Leute sich Gift ich wollte eigentlich ein eigenes Video dazu machen, aber ich packe es einfach hier mit rein. Mein Herz und mein innigstes Mitgefühl ist gerade mit den Eltern, die erkennen müssen, dass ihre Kinder an der Impfung gestorben sind, die sie selbst ihnen haben initiieren lassen. Ich will nicht in eurer Haut stecken und mit euch tauschen. Ich weiß, dass es immer noch sehr viele gibt, die sich dagegen wehren. Aber die es gerade langsam kapieren, dass sie ihre Kinder umgebracht haben, in eurer Haut möchte ich gerade nicht stecken. Aber mein Herz ist bei euch. Das tut mir mit weh, wenn ich nur daran denke, wie es euch gehen muss. Tschüss mit F und bis bald.